Seit exakt einem Jahr und drei Monaten trinkt Lisa keinen Tropfen Alkohol. Dennoch kauft sie Sekt und Wein für ihren Mann und ihre Gäste. Sie selbst trinkt nur noch Wasser, Tee oder Alkoholersatzgetränke. Da ist sogar noch ein alkoholfreier Sekt für mich dabei. Ja, den nehme ich mit. Vor allem Sekt konsumierte Lisa gern in großen Mengen. Das wäre ja mein Traumregal gewesen früher. Schön, jetzt viele verschiedene Sorten, kann man schön in die Tasche stecken. Kostet ja auch nicht so viel. Und das sieht auch noch nicht so asozial aus in der schönen Flasche und das schöne Etikett. Und jetzt gibt es ja den ganzen Fruchtsekt noch in klein. Da wäre ich schon versucht gewesen auf jeden Fall früher. Jetzt interessiert mich das überhaupt nicht mehr. Schon mit 12 Jahren hat sie regelmäßig getrunken. Doch mit der Zeit verlor sie die Kontrolle über den Konsum. Ich habe, glaube ich, nie realisiert, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man ein Alkoholproblem hat. Ne? Ja, dann trinkst du halt mal ein bisschen zu viel. Ach, richtig eskaliert ist es eigentlich erst, ja, wie alt war ich denn da? 21 ungefähr. Jetzt bin ich 33 fast. Ja. Und da habe ich dann wirklich schon jeden Abend meine 2 Flaschen Sekt standardmäßig getrunken. Und dann auch jeden Abend immer so getrunken, dass ich nicht mehr wusste, wie ich ins Bett gekommen bin und so. Ja. Ein Ausweg aus dem Teufelskreis war lange nicht in Sicht. Ich war jeden Tag verkatert. Mein Körper konnte sich nie regenerieren. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe gegoogelt, was ich für Krankheiten haben könnte. Ne? Irgendwelche Stoffwechselstörungen oder Schilddrüse. Und immer habe ich irgendwas anderes gefunden. Nee, aber es liegt am Saufen. Nein, das kann doch gar nicht sein. Ja. Als sie schwanger war, gelang ihr der Verzicht. Sie fühlte sich verantwortlich für ihr Kind. Doch kaum war Marlina auf der Welt, hatte sie es eilig abzustillen. Sie wollte endlich wieder Alkohol trinken. Nachdem meine Tochter auf der Welt war und ich dann nach einer Weile doch wieder angefangen habe zu trinken, also dann habe ich nicht mehr täglich getrunken, aber dann bin ich, ich sage immer, ich bin so ein Quartalsäufer geworden. Wenn ich dann mal losgelegt habe, gab es halt immer keinen Stopp mehr. Und ich hatte immer Angst, dass ich vielleicht so tief im Koma irgendwie eingeschlafen bin, dass ich nicht mitkriege, dass sie aufwacht oder dass sie nachts die Treppe runterfällt. Oder das ist die ganze Zeit so ein dunkler Nebel, der einem eigentlich im Kopf rumschwebt, wo man sich so denkt, ey, du hattest bis jetzt nur Glück, irgendwann passiert mal was. Lisas Beziehung mit ihrem Mann Thomas war durch den übermäßigen Alkoholkonsum stark belastet. Das war, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zurückblicke, eine sehr schlimme Zeit an sich. Wenn man nach Hause kommt und da jemand kaum noch ansprechbar ist, das ist, glaube ich, schon ziemlich schlimm. Und wenn das gerade jemand ist, den man auch liebt, dann... Es ist jetzt nicht so, dass sie die Bude zerholzt hat, aber es ist schon sehr... Es tut schon weh, ne? Er wollte immer aufpassen, dass ich nicht zu viel trinke und hat dann natürlich auch irgendwann geguckt, wie viel ich getrunken habe. Und ich habe mich dadurch immer beobachtet gefühlt und in meiner Freiheit eingeschränkt. Und ich dachte, oh, wieso musst du denn zählen, wie viel ich trinke, wieso? Ich habe auch gelogen, ne? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe doch nur 2 Bier getrunken.